Ich grüße Sie sehr herzlich in diesen adventlichen Tagen, in denen wir auf Weihnachten zugehen. Advent, das ist die Zeit der Lichter, der Sterne, der Bilder von der Krippe und der Engel. Es ist ein Engel, der zu Maria kommt und ihr sagt, dass sie den Sohn Gottes gebären wird. Es sind die Engel bei den Hirten auf dem Feld, die verkündigen: Siehe, ich verkündige euch eine frohe Botschaft, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und es ist ein Engel, der Josef im Schlaf erscheint und ihn warnt und sagt, er möge das Kind und Maria mitnehmen nach Ägypten wegen der Mordgedanken des Königs Herodes. Die geflügelten Boten Gottes begleiten die Geburt des Kindes im Stall. Sie verkündigen und sie warnen und sie weisen hin darauf, wie Gottes Weg mit uns gehen wird. Unser ganzes Leben lang, so sagt unser Glaube, sind wir begleitet von diesen himmlischen Boten. Auch unser Leben wird begleitet auf leisen Sohlen, manchmal mehr, manchmal weniger spürbar von dieser großen Himmelsmacht. Der frohe Engelsgesang über der Krippe ist auch das, was uns Freude bereitet und beflügelt und uns dazu aufruft, selbst Freude weiterzugeben und Menschen zu unterstützen, die heute begleitet werden müssen und die in Not geraten sind. Viele von ihnen haben in diesem Jahr bis zur Erschöpfung gearbeitet, haben sich eingesetzt für andere Menschen, haben unterstützt und gepflegt und waren da für die Kinder und die alten Menschen und alle, die einander gebraucht haben. Wir haben auch Menschen verloren, haben sie gehen lassen müssen in dieser schweren Zeit. Mein Dank gilt allen für ihren Einsatz, für die große Leistung, die wir gemeinsam miteinander auf den Weg gebracht haben. Für die kommende Weihnachtszeit wünsche ich uns allen, dass wir diesen Engelsflügelschlag, dass wir die himmlische Macht spüren in unserem Leben. Im 36. Psalm heißt es, wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Und so wünsche ich uns ganz besonders, dass wir auch Erholung finden und Ruhe und dass wir uns geborgen fühlen können unter Gottes großer Himmelsmacht. Ich wünsche Ihnen eine beflügelte, bewahrte Weihnachtszeit, Mut und Zukunftshoffnung für das neue Jahr.